Hallo Entdeckerfreunde, heute möchte ich eine Cola-Dose mit Hilfe des Luftdrucks zerquetschen. Achtung! Ja, das ist ein bekanntes Experiment aus dem Internet, fand ich immer cool, will ich mal ausprobieren. Geht auch ganz einfach. Man nimmt eine leere Cola-Dose oder irgendeine Getränkedose und füllt ein bisschen Wasser rein. Braucht nicht viel sein und da muss man das Wasser zum Kochen bringen. Ich versuche das mal hier auf meinem Campingbrenner. Und anschließend wird die Dose kopfüber in kaltes Wasser gehalten. So, hier sind jetzt vielleicht 30 Milliliter Wasser drin. Ich habe hier so eine Zange, um die Dose festzuhalten. Und jetzt mache ich die mal heiß auf dem Brenner. Ja, jetzt hört man es auch schon sieden und man sieht, dass oben Wasserdampf rauskommt. Und das ist der Moment, wo es losgeht. Ich probiere es mal aus. Ja, cool, das hat geklappt. Die Dose ist beim Eintauchen ins Wasser sofort implodiert und ordentlich zerquetscht. Ich habe noch eine zweite Dose, ich probiere das nochmal, das gefällt mir gut. So, es kommt wieder ordentlich Dampf, Achtung. Ja, das ist ein lustiger Effekt. Sobald die Dose ins kalte Wasser kommt, implodiert sie. Ja, warum ist das so? Das habe ich euch schon in ganz vielen Experimenten gezeigt. Schaut euch dieses zum Beispiel mal an. Wenn Wasserdampf in der Dose ist und ich die abkühle, dann kondensiert der Wasserdampf schlagartig zu Wasser. Das heißt, aus viel Dampf wird wenig Wasser. Dadurch entsteht schlagartig ein Unterdruck. Und wenn ich das so mache, dass ich mit der Öffnung vorangehe, dann kann da so schnell gar nicht genug Wasser reinströmen, um den Druck auszugleichen, sondern wird es einfach zerquetscht. Das ist der Grund für diesen Effekt. Ja, wenn ihr Spaß am Experimentieren habt, schaut nächsten Sonntag wieder zu. Dann gibt es ein neues Experiment auf dem Entdeckerlab YouTube-Kanal. Und bis dahin sage ich, nicht glauben, ausprobieren. Macht's gut. Tschüss.